So kann man also ausschauen, wenn man einen leichten Verlauf hat von Covid-19. Ich bin am 8. März in die Schweiz gefahren. Vielleicht hast du meine vorherigen Videos gesehen zu meiner Familie und mein erster Gebetsspaziergang. Da hat mir Gott ein Bild geschenkt von einer Prinzessin. Wir sind ja Prinzen und Prinzessinnen, Töchter und Söhne Gottes. Wir sie krönt. Und es ist doch so eine Sache mit Bildern und Auslegung. Eigentlich sollte man Gott fragen, was bedeutet es? In diesem Moment hieß es für mich einfach, ich bin seine Tochter. Später, als ich so viel Kontakt mit Corona, Krone eigentlich Spanisch Menschen hatte, dachte ich, ja, das war von Gott eine Art Hinweis, Warnung, was auch immer. Also, Warnung ist vielleicht ein zu hartes Wort. Und jetzt denke ich einfach auch, es könnte einfach wirklich, ja, Corona wird uns sehr nahe kommen. Weißt du, dass in der Zunge nach Sprüche 18, 20 Leben und Tod steht in der Gewalt der Zunge? Sie ist eine kleine Welt voller Übel, die ganze Waldbrände entfacht. Gott hat durch sein Wort die Erde geschaffen. Natürlich sind wir nicht Gott, aber er hat uns eingesetzt zu regieren. Und nachdem der Teufel uns diese Herrschaft entzogen hat und Jesus gesiegt hat und die Herrschaft wieder zurückgenommen hat, die Schlüssel geholt hat und sie Petrus übergeben hat, also der Gemeinde, haben wir durch Gott, in Jesus, in seinem Namen auch Autoritäten. Wenn ich zurückblicke auf die letzten 14 Tage, bereue ich eigentlich kaum etwas. Entschuldige. Ich habe dort, wo es gebraucht wurde, eine liebe Schwester umarmt und ihr Trost gespendet, obwohl ich wusste, dass sie Covid-19 hat. Und ich könnte noch weitere solche Beispiele nennen, die einen finden, das ist jetzt vielleicht dumm. Die anderen finden es mutig. Es ist einfach so, ich will niemals Gott versuchen, aber ich hatte einen tiefen Frieden darüber. Und Frieden ist für mich ein gutes Barometer, weil der Teufel bringt keinen Frieden. Das ist von Gott und ich habe selber gestaunt, wie ich da bei mich hinausgewachsen bin. Und ich hatte einfach die ganze Zeit den Eindruck, dass er mich auch schützt für die ganze Zeit. Aber diese Zeit schien am Abend meiner, bevor ich zurückfuhr nach München, abgeschlossen. Am Sonntagabend hatte ich plötzlich diese Stimme, die sagte, du hast Covid. Vorausgegangen war ein Dialog mit meiner Mutter, die sehr traurig war, dass ich kein Facebook mehr hatte. Das hat mich so runtergezogen, weil ich dachte, ich nehme ihr was weg, ich enthalte ihr was vor. Es hat mich so deprimiert. Dann hatte ich noch ein Gespräch mit einem Mensch, der mir noch näher steht, mich da verletzt hatte. Das erzähle ich nicht, um alte Kannen aufzuwärmen, sondern um zu erklären, dass vieles psychosomatisch ist. Also ich hatte mich am Morgen geärgert, als ich mit jemandem unterwegs war, über ihn, weil ich es rücksichtslos fand, sein Verhalten mir gegenüber. Ich habe natürlich dann Buße getan für den Ärger und alles und dann eben da die Trauer mit meiner Mutter, dann am Abend diese Angriffe, ja, du setzt deine Gaben vielleicht nicht so ein, wie es Gott möchte und so Sachen. Die Person hat sich natürlich nachher entschuldigt, aber es hat was mit mir gemacht, dass ich auch ein bisschen Zweifel zuließ. Und Gott wollte mich auch stärken, nicht immer wie ein Blatt im Wind zu sein und jedem Wind des Zweifels irgendwie nachzugeben, weil im Jakobusbrief steht, ein Zweifel muss nicht meinen, dass er etwas von Gott empfängt. Und weißt du, der Teufel tritt gerne nach. Nachdem ich dann am Sonntagabend ein Speicheltest machte und negativ war, hatte ich eine sehr schlechte Nacht, wo ich viel proklamiert habe. Ich hatte Stechen beim Herzen, aber das habe ich auch sonst ab und zu gehabt. Meine Arme waren wie Blei.
Ich musste husten. Aber das alles hat mir Gott weggenommen. Im Gebet habe ich ihm das hingelegt und trotzdem hatte ich eine sehr schlechte Nacht. Und am Morgen wusste ich, ich muss meine Medikamente, die ich jeden Tag nehme, meine Hormondosis erhöhen. Und ja, ich hatte Fieber. Und wusste, ich muss so zurückreisen. Und es war eine über 6 Stunden Reise. Das war einfach, wie soll ich sagen, es war ein Geschenk von Gott, dass er mir die Kraft gab für alles. Und dass auch überall noch Maskenpflicht war, obwohl ich nicht unbedingt an den Schutz von Masken glaube. Beruhigt mich ein wenig. Weil es ist nämlich so, nachdem du weißt, dass du positiv bist, aber das wusste ich erst am Montag bei meiner Ankunft hier, darfst du gar keine ÖVs mehr benutzen. Also ich kam hier hin und sagte zu meinem Mann, du, ich möchte einen Test machen. Er, der sonst eher der Ängstliche war, hat, ja, warum willst du das und so, aber ich habe es gemacht. Und habe dann so gesagt, bevor das Ergebnis zu sehen war, wenn ich jemals positiv bin, möchte ich, dass du neben mir stehst und mich hältst. Ja, 2 positive Selbsttests. Zuerst habe ich geweint, Selbstmitleid und alles, aber dann habe ich mich gefasst, habe mit 2 Menschen telefoniert, die beide milde Covid-Verläufe hatten. Und mein Mann hat dann meinen Vater angerufen. Und wie ich sagte, der Teufel tritt nach. Zuerst einmal schlechtes Gewissen, weil jetzt der Vater auch Covid hat und über 50 Jahre Ehe immer neben meiner Mutter einschlief und jetzt in einem anderen Raum schlafen muss, im Gartenhäuschen sogar. Es ist ein voll isoliertes, geheiztes, also nicht, dass du dir Gedanken machst. Und dann am nächsten musst du ja Leute informieren, mit denen du Kontakt hattest. Und dann von der Person, mit der ich eben schon sehr schwierig hatte am Sonntag, die auch nicht Christ ist, dann einfach noch sehr, sehr große Vorwürfe hörst. Und er hat ja gehört, wie ich anderen Geschwistern erzählte von Bildern. Und er als Ungläubiger hat dann meine Bilder in Frage gestellt. Ja, das hast du vielleicht falsch gedeutet. Kam wieder Zweifel, bis meine Schwester sagte, hey, lass dir doch nicht von Gottlosen sowas sagen. Und ja, im Psalm 1 steht, hör nicht auf den Rat von Gottlosen. Nicht, dass Gott nicht auch schon durch Esel oder andere Methoden oder auch mal durch einen Gottlosen redet, aber generell sind sie einfach nicht der gleiche Geistesgesinnung, haben sie nicht die gleiche Geistesgesinnung. Ich habe gemerkt, ich trage falsche Lasten für meine Eltern, für diesen Kollegen, wenn er seine sehr wichtigen Termine nicht wahrnehmen kann, falls er positiv ist. Für meinen Mann, der eigentlich wollte, dass ich in der Schweiz einen PCR-Test mache, zu seiner Sicherheit, bevor ich zurückkomme. Aber Gott hat geschenkt, dass sowohl in ihm was änderte, er nicht mehr vor dem Sorgenaltar huldigte und auch in mir etwas geändert hat. Weißt du, man stellt dann schon viele Dinge in Frage. Jetzt habe ich doch gedacht und so. Ich habe mich dann erinnert, dass ich bei einem Gebetsspaziergang dachte, ja, wenn ich jetzt Covid hätte, so mit Gott, also so geredet, ja, wenn ich jetzt Covid hätte, dann müsste ich für diese Reise keine Impfung machen. Das war nur so ein Blitzgedanke. Ja, und auch noch dachte, soll ich meine Schwester fragen, ob sie mich mal anhustet, was sie wohl nicht getan hätte. Ja, und jetzt bin ich hier, habe heute meinen PCR-Test machen müssen und morgen Abend weiß ich mehr und muss mich dann, ich muss 10 Tage Quarantäne und kann mich nach 7 Tagen raustesten, wenn ich nach 5 Tagen symptomfrei bin. Ich will nur sagen, der Teufel kennt deine Achillesferse und er klopft dort an und wenn du am Boden liegst, tritt er noch einmal nach. Und dann ist es wichtig, sich an Gott festzuhalten. Und eine liebe Freundin hat mir noch Römer 8, 11 geschickt. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euch, eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ich habe heute Abend ein bisschen mehr Mühe, aber ich habe mir gesagt, ich ziehe die Brille nicht an, die ich noch hätte. Ich halte an meiner Heilung fest. Das war Tag 1 aus meiner Quarantäne und vielleicht noch. Gott ist ein Gott des Details, die Sonne schien, ich konnte den Kopf zum Fenster raushalten. Doch der kurze Spaziergang zum PCR-Test mit Maske natürlich den ganzen Weg hat mir sehr gut getan. Und ich hoffe und bete, dass meine Mutter weiterhin negativ ist. Und es war noch bezeichnend, dass am Sonntag in der Pfingi Bern, also Pfingstgemeinde Bern,
eine Predigt war über immer in den Rückspiegel schauen, das will ich nicht. Und weißt du, Christsein beweist sich oft oder entscheidet sich oft oder es entscheidet sich oft, auf welchem Fundament du stehst, wenn es an die Geldbörse oder die Gesundheit geht. Ja, noch als Ermutigung heute bekam ich von ungeahnter Seite noch eine WhatsApp, die schrieb, dass ich, wenn ich Hilfe bräuchte für irgendwas, ich sie kontaktieren dürfe. Das hat mich sehr gefreut. Gott ist immer noch der gleiche und er hat das alles zugelassen. Vielleicht habe ich es auch durch Worte in Existenz gerufen. Nichtsdestotrotz hat er einen Plan und ich halte an Römer 8, 28 fest, dass mir alles zum Besten dienen muss und Philipper 4, 13, alles, allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht, der mich mächtig macht, Christus. Gottes Segen und virenfreie Umarmung aus meiner Quarantäne, Tag 1.